die letzten Jahre war es halt. Entschuldigung. Die letzten Jahre war es halt so, dass ich immer ein Jahr verlängert habe. Und dieses Jahr ist halt leider so, dass im Sommer für mich Schluss sein wird. Und ist keine einfache Entscheidung natürlich. Sehr lange und schöne Zeit geht vorbei. Und ich möchte mich auf alle Fälle beim Max bedanken für die tolle Zusammenarbeit, für die Unterstützung in den letzten Jahren. Und freue mich, auch wenn es jetzt natürlich noch nicht so rüberkommt, auch auf die bevorstehende Zeit danach, Zeit mit der Familie zu verbringen. Aber wie man sieht, ist es schon sehr, sehr schwer. Spekuliert und gemunkelt wurde im Vorfeld viel. Seit heute ist es offiziell. Martin Stranzl wird zum Sommer den Verein Borussia Mönchengladbach verlassen und seinen Vertrag nicht verlängern. Der 35-Jährige zieht die Konsequenzen aus seinen zahlreichen Verletzungen. 5 Jahre spielte der Verteidiger bei Borussia Mönchengladbach, war jahrelang Kapitän und hatte so auch für die gesamte Mannschaft eine tragende Rolle. Gerade in den schweren Zeiten, wie zum Beispiel des Fastabstiegs. Durch ein tiefes Tal zu gehen, der Mannschaft in der Winterpause so viel Halt zu geben, dass du die Relegation schaffst, die Relegation überstehst und dann mit dem Verein einen sehr, sehr guten, einen überragenden Weg gegangen zu sein. Und da ist Martin Stranzl, wir reden immer über Reus, wir reden immer über Ter Stegen, wir reden über Dante. Aber ich sag mal, über den Jungs wird Martin Stranzl stehen, weil der sie im Grunde auch dazu gebracht hat, wo sie heute sind, dass ein Marco Reus da ist, dass ein Dante da ist, wo er ist. Marc-André Ter Stegen, da ist Martin immer mit dabei, weil er mit seiner Art als Führungsspieler in der Kabine eben den Jungs immer wieder gesagt hat, auf was es ankommt. Und der eine hört besser zu, der andere schlechter. Ich hoffe, am langen Ende alle haben zugehört. Noch ist seine Karriere aber nicht beendet. Der österreichische Verteidiger will jetzt erst recht nochmal alles geben, um sich gebührend zu verabschieden. Ich habe immer gesagt, den richtigen Moment, den gibt es eigentlich nicht. Und ich würde noch gern nochmal auf dem Platz stehen. Dafür werde ich alles tun in den nächsten Monaten. Und dann nochmal hoffentlich gemeinsam mit den Fans eine kleine Party feiern oder nochmal auf dem Platz sich ordentlich zu verabschieden von den Fans, von dem tollen Publikum. Wir haben, großartige Momente gehabt gemeinsam. Tolle Stimmung, tolle Atmosphäre in den Stadien, für das die Fans verantwortlich sind und uns natürlich immer unterstützt haben. Und das sind natürlich so Momente, die vergisst man als Spieler einfach nicht. Und die Fans, die heute bei den eisigen Temperaturen beim Training dabei waren, haben Martin Stranzl auch noch was zu sagen. Alles Gute wünsche ich dir und viel Glück in der Zukunft. Ja, ich finde es schade. Schade fürs Team, ist ein guter Spieler. Hat immer konstante Leistung gebracht. Ich finde es schon schade, dass er geht, aber für jeden, wie gesagt, ist irgendwann ein Ende mit der Karriere. Und alles Gute und auf dem weiteren Weg alles Beste und viel Gesundheit. Das ist traurig, aber gut, wenn er das sich so entschieden hat, muss man das akzeptieren. Also Martin Stranzl, wir danken dir für die wunderbare Zeit mit dir und wir hoffen, dass er auch der Borussia erhalten bleibt. Genau das könnte aufgehen. Im Rheinland will Martin Stranzl auf jeden Fall bleiben, alleine schon wegen seiner Familie. Seine Kinder gehen in Meerbusch zur Schule und sein Sohn will selbst Profifußballer werden. Grund genug, um in der Region zu bleiben. Der Verein hat mir eben auch angeboten, eine Aufgaben hier im Verein zu übernehmen. Und es ist natürlich schwierig, jetzt schon zu sagen, für was man geeignet ist oder qualifiziert ist. Und das gilt es dann im Endeffekt in der Zukunft herauszufinden, herauszufiltern, was passen könnte. Und welche Aufgabengebiet oder ob es auch in eine andere Richtung gehen wird, das kann ich jetzt, wie gesagt, noch nicht sagen. Aber ich bin sehr, sehr stolz darauf, auf die Aussagen wie eben von Max oder von Stefan, dass die Türen immer offen bleiben werden. Und das zeigt mir,
wie es Max auch schon vorhin gesagt hat, die Wertschätzung beim Verein. Ich muss fairerweise sagen, Martin, das macht mir auch ein bisschen Sorgen, dass er jetzt schon aufhört, weil wir könnten ihn wirklich noch gut gebrauchen. So ein Typ wie er ist, das zum einen, zum anderen habe ich Sorge, dass er meinen Posten haben will. Das ist eigentlich, weil er könnte das wahrscheinlich auch. Deswegen muss ich ganz schnell für ihn einen Posten finden, wo er sich erstmal hocharbeiten muss. Nein, Martin hat jetzt alle Zeit von uns, für sich erstmal klarzukommen, was er machen möchte, dass er bei uns im Verein was machen soll und darf. Das ist unbestritten so. Also wir würden ihn sehr, sehr gerne integrieren bei uns, bei Borussia. Er hat zwar gerade gesagt, es gibt viele Vereine im Westen, aber es gibt nur einen, wo er hinpasst. Das sind wir.